So, hallo Freunde. Hier sind wir bei Terry Survival in der Garage. Und heute wollten wir euch mal zeigen, wie der Terry Survival einen Hobo baut mit dem IKEA Besteckkasten. Besteckkasten. Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir mal hier die Öffnung grob reingeschnitten für das Holz nachzufüttern. Und das schleifen wir jetzt noch ein bisschen bei mit einer Feile. Und dann kommen die Füße dran. Ich mache jetzt noch mal eine Pause und dann können wir gleich mal sehen, wie es dann aussieht. Das. So, jetzt haben wir hier die Geräte alle weggeschliffen und jetzt habe ich hier so Schrauben mit Gegenmutter und die holen wir als Füße. Die stecken wir dann hier unten rein und verschrauben die von innen, damit der Kocher auch nachher Luft von unten bekommt. Und wenn die Füße alle da sind, dann steht er so schön. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier die Schrauben noch befestigt. Einmal mit einer Kondermutter, mit einer Mutter unten drunter. Steht einmal frei, hat Luft. Hier können wir jetzt mit Holz befüttern. Und hier oben kommen jetzt Heringe noch rein als Topfablage. So, Zeltheringe hat man auch immer dabei. Und die steckt man hier rein. Und dann hat man in einem eine schöne Topfauflage für den Tatonga-Becher draufzustellen oder bei einer größeren Pfanne braucht man gar nichts. Da kann man einfach so. Ja, das war's. Mehr ist es nicht. Bis dann, euer Zerrissewagel.